Hallöchen und herzlich willkommen zurück zu einem neuen Video auf meinem Kanal. Es geht weiter mit der 100 Baby Challenge und ich habe gerade die Nacht durchlebt und es ist halt nichts passiert. Das Baby hat ein paar Mal rumgeschrien, aber wenn die Mutter wach wird, dann können wir das Kind auch schon direkt altern lassen, denn es ist jetzt Samstag und das Kind wurde Donnerstag geboren. Das heißt, meine 2 Tage sind um. Das heißt, das Kind kann ganz in Ruhe älter werden und sie müsste ja auch... Ist sie schwanger? Ja. 2. Trimester in 11 Stunden. Das heißt, sie könnten eventuell diese Folge sogar noch ein Kind gebären. Das wäre natürlich sehr, sehr cool. Da wäre ich auf jeden Fall dabei. Es ist Reden wie ein Pirattag. Mal gucken, inwiefern wir diese Traditionen abschließen. Ich meine, es wäre sinnvoll für die Lebenszeitpunkte. Aber ja, mal gucken. Okay. Oh, alles klar. Hallo. Ich habe schon wieder vergessen, wie du heißt. Feline. Wusste ich natürlich. Yeah! Oh, wir können das hier sogar... Oh mein Gott. Danke. Wie schön. Wir können jetzt einfach so randomisen. Oh, 2000. Yeah! Warte, ich möchte das kurz verkaufen und dann müssen wir in den Create a Sim gehen. Jetzt schon. Yes, girl. So, Feline. Wir machen dich jetzt ganz süß. Ich möchte nicht, dass du diese Brille trägst, bitte. Oh, oh, die Frisur ist süß. Ich habe tatsächlich sehr viele süße Frisuren. Ich habe jetzt auch ein paar neue Frisuren von The Miracle, weil die ist jetzt wieder da. Die macht jetzt wieder Sachen und deswegen. Ich freue mich sehr, dass diese Haare jetzt wieder neu so da sind. So. Ich glaube, ich nehme sogar die hier. Die finde ich süß. Die kann sie ruhig tragen. Ihr Outfit finde ich eigentlich okay. Ich würde, glaube ich, nur andere Schuhe anziehen. Kann sie einfach die hier tragen, aber in schwarz. Wow. Wir gehen ja... krasse Highlights ein. Oh, das kann sie voll so tragen. Das sieht richtig süß aus. Nun braucht sie halt vielleicht weiße Schüchen dazu. Ja, genau. Vielleicht so. Perfekt. Oh, ist der süß. Ich glaube, den habe ich neu. Sieh den bitte an. Oh, ist der süß. Ich möchte, dass du diesen neuen Strampler anziehst. Der ist so cute. Ich bin so glücklich, dass der da ist. In der Farbe, bitte. So Party, Alter. Kannst du das schon mal anziehen? Zum Schwimmen gibt es jetzt ja... auch was Neues. Das kannst du auch haben. Oh, jetzt heißt Wetter einfach das hier. Die Hose finde ich eigentlich schon süß. So, die kann so bleiben. Und die Schüchen. Kannst du, glaube ich, auch bei denen bleiben. Oh. Feline ist ein süßes Kind. Da ziehst du am besten keinen Rock an, weil ich glaube, ein Rock... Oder zieh einen Rock an und zieh da was drunter. Ich glaube, dann geht das. So, und dann... die Schüchen noch farblich ein bisschen anpassen. Oh, Süßi. Ja. Die Mutter repariert jetzt erstmal das Klo. Das ist nämlich irgendwie anscheinend kaputt. Super. Da haben wir erstmal genug Essen, deswegen kann sie einfach Reste nehmen. Sie muss das nicht 24/7 nur das Kochen, Alter. Warum läuft immer noch Sims-Musik? Ich versuche das mal zu fixen, indem ich zu Welten verwalten gehe. Oh nein, es überschneiden sich Musikstücke. SOS, will nicht Musik hören. Ich starte das Spiel, glaube ich, einmal neu. Bis gleich. Lass es jetzt bitte einfach funktionieren. Yay, es funktioniert. Das ist sehr schön. So, wir haben Post bekommen. Du, ein Teil für Sanitäranlagen. Oder war das nur das Teil, was wir bekommen haben, als wir es repariert haben? Keine Ahnung, weil irgendwie... Vielleicht ist die Post auch in unserem Haushaltsinventar. Ja, ja, Schreibbuch. Oh, yes. Den VIP-Eimer, den verkaufe ich. Das finde ich eigentlich ganz sweet. Machen wir das so und dann färbe ich die noch irgendwie um oder so. Das ist, glaube ich, ganz hübsch. Ein bisschen Deko kann nicht schaden, ne? Ich meine, wir haben ja mittlerweile auch ein bisschen Geld. Da müssen wir jetzt nicht alles mal verkaufen. Kind schläft am besten einfach. Erziehungslevel 9. Yeah. Das heißt, wir können jetzt dann bald... mit Level 10 können wir dann Babys direkt so... Okay, hier, sei glücklich so, ne? Das ist halt schon ganz cool. Würde uns halt schon helfen, wenn wir dann halt neue Babys immer haben. Irgendwie glitscht es gerade ein bisschen sehr. Und das ist ein bisschen... ich weiß nicht, was ich davon halten soll. Ihr seht das Buch fertig geschrieben. Cool. An Verlag verkaufen, bitte. Alter, warum glitscht es denn so sehr? Muss ich das Spiel nochmal neu starten? Eigentlich wäre es besser, ne? Ach, ich habe keine Lust. Nervt mich so sehr, ne? Warum kann das Spiel nicht einmal funktionieren, so wie man will? Ich starte das Spiel neu. Oder auch doch nicht, weil es jetzt doch weitergeht. Dann starte ich das Spiel halt doch noch nicht neu. Ne, jetzt scheint es zu gehen. Oder auch doch nicht, so halb. Ich starte das Spiel einfach neu. Nochmal. Okay, wenn jetzt nichts funktioniert, dann wäre ich ein bisschen kaputt. Aber es sollte jetzt
Hoffentlich funktionieren. Sieht auf jeden Fall schon mal besser aus. Ich glaube, es hat sich schon wieder, es ist schon wieder eingefroren. Ey, das kann es doch nicht sein. Was ist denn das Problem? Als ob das Klo jetzt kaputt gegangen ist. Ach, ihr wollt mich doch verarschen, Alter. Das repariert jetzt einfach irgendjemand. Ja, Kommunikation geht schon gut voran. Das ist schön. Glitchy Day ist überstanden. Wow. Ich hoffe, der nächste Tag ist nicht mehr so glitchy. Wäre ganz schön. Warum geht eigentlich 24/7 irgendwas kaputt? Das kann doch einfach mal nicht sein, oder? Level 3 der Kommunikationsfähigkeit. Das ging schnell. Uhr ist fertig. Cool. Oh, ich habe das abgeschlossen. Cool. Level 10 haben wir fast. 3 Bestseller schreiben, okay. Mit Honoraren für Buch... insgesamt so viel verdienen. Ja, das schaffen wir ja easy. Wir verdienen auch jetzt schon 2000 am Tag. Perfekt. Cool. Ups. Sie fällt um. Upsi. Dann pinkelt sie sich bestimmt auch gleich ein. Ups. Ich tue natürlich alles, dass sie es jetzt gleich schafft, aber... Wach auf, bitte. Oh nein. Sie wird es nicht schaffen. Geh einfach schlafen. Sieht danach aus, als ob die Glitches belegt, wieder vorbei sind. Yay. Das ist ganz schön. Oh, Entbindung in Fragezeichen. Geil. Kriegen wir auf jeden Fall hin. Wir kriegen noch ein Kind. Woo! Diese Folge noch, das ist schön. Ich meine, das ist jetzt ja, also ich meine, letzte Folge haben wir erst ein Kind bekommen, aber insgesamt ist es ja dann doch ein bisschen her, dass wir halt regelmäßig Kinder bekommen haben und jetzt, die werden ja vielleicht... Ich weiß ja nicht, wie die gerade in der Schule aussehen. Okay, er wird auf jeden Fall nicht zum Einser. Sie könnte Einser-Schülerin werden. Sie nicht. Sie aber. Okay, cool. Heißt, ein Sim kann auf jeden Fall vielleicht noch raus. Dann können wir vielleicht direkt wieder Bumbo machen mit jemandem. Um halt ein neues Kiddo in die Welt zu setzen. Hier sind alle Schule. Sie auch, okay. Okay, Buch ist wieder fertig. Wie schön. Okay. Rechnung bezahlen, bitte. Okay, wir haben keine Post. Das ist ein bisschen sad. Sie kann mal ein bisschen ein Spiel spielen, weil sie ist ein bisschen putt in ihrem... Oder warte. Stopp. Ich möchte mit dem Typen reden. Stell dich mal bitte fröhlich vor. Er könnte unser nächster Baby-Daddy sein. You know? So, weil wir kennen den noch nicht so und... Hi. Ich will seine Geschichte erzählen. Sind wir mal ein bisschen lustig zu ihm, weil er ist ja gelangweilt. Vielleicht mag er es ja, wenn wir ihn ein bisschen, mit ihm ein bisschen lustig sind. Er geht einfach. Wow. Can you not... Klopf, klopf, Witz, bitte. Kompliment über Aussehen machen. Er mag's. Schön. Hände küssen, maybe. Ich denke nur, ob das nicht vielleicht zu früh ist. Aber er ist zumindest kokett und er steht drauf. Yes, girl. Können wir Nummern austauschen, flirten, Anmachspruch, knuddeln, Rose anbieten, ersten Kuss erleben. La, 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 la. Oh, mache ich das immer mit Hilfe, SOS. Können wir bitte Techtelmechtel haben? Geht das? Oh, Liebesgedichte rezitieren. Oh. Im Schrank rumschmusen, das ist auch okay. Sollte meinen Spaß ja auch erhöhen. Können wir das bitte ausmachen? Nö, es erhöht ihren Spaß einfach nicht. Okay, da hat jemand gute Note bekommen. Das ist schön. Sie muss mal bitte pullern. Und sie muss unbedingt schlafen. Warte. Techtelmechtel mit Kengo. Das wird ihr auf jeden Fall Spaß bringen. Ja, wenn wir holen mal kurz den Kuchen. Und gucken, wer jetzt... Sie wird älter. So, sie wird älter. Und dann können wir sie rauswerfen. Krass. Meine süße Chiara. Yay. Ups. Großes Kerzen hinzufügen. Und sie hat gute Noten. Kerzen auspusten. Sie kann ihn schon mal aus Familie entfernen. Wir sind irgendwie gefühlt zu wenige Sims. Yay. Und wir nehmen irgendein Bestreben. Wir nehmen das da. Genau. Und bitte Kerzen hinzufügen und ab in den Kühlschrank. Ihr geht's auf jeden Fall besser. Kann sie bitte pinkeln? Oh, jetzt hat sie sich schon wieder eingemacht. Ich hasse sie. Geh mal schlafen. Ja, ja, er muss los, kein Problem. Dann würde ich sagen, gehen wir mit ihr einmal in den Creative Sim. Ich würde gerne das Kind noch bekommen. Also das wäre ganz cool. Also ich würde ihr auch eine andere Frisur geben, weil die Frisur hat ja schon Dina. Und ich fände es irgendwie doof, wenn die jetzt dieselbe Frisur hätten. Also, ich meine, natürlich kann das sein, so, aber ich fände es irgendwie blöd.
Und wie wär's? Oh, das sieht doch süß aus. Sie hatte vorher schwarze Haare, deswegen kann ich ihr jetzt auch einfach schwarze Haare geben. Oh, sieht doch cute aus. Das kann sie tragen, aber ich würde ihr gerne andere Augenbrauen auch geben. Maybe die hier? Oh, die sind schön. Und ich möchte bitte nicht, dass sie das trägt. Also ich meine, sie kann gerne Lippenstift tragen, aber irgendeinen anderen. Und der ist cool. Den gebe ich ihr jetzt erstmal überall. Sie trägt einfach immer Lippenstift. Außer nachts. Okay. Also ihre Hose finde ich eigentlich geil. Aber ich würde die, glaube ich, in Blau gerne lieber haben. Und dann würde ich ihr irgendein Oberteil geben, was halt cool ist dazu. So. Also ich meine, es soll ja auch ein bisschen teeny-like aussehen, weil ich meine, sie ist ja noch nicht... Sie ist jetzt ja ein Teenie geworden. So. Oh mein Gott. Warum funktioniert das nicht? Funktioniert das wegen der Hose nicht? Warum funktioniert das nicht? Das war CC, der immer funktioniert hat. Ich weiß nicht, warum das nicht funktioniert. Aber es funktioniert nicht. Und das ist eine Sache, die wir festhalten müssen. Ich werde nochmal gucken müssen, warum es nicht funktioniert. Dann kann sie einfach sowas hier tragen. Mit Gucci. Ist das nicht dieses Gucci-Ding? Ah, kann man schon machen, oder? Dass die alle so große Bubis haben, ne? Haben alle von ihrer Mutter. Na, die dazu? Geht schon klar, ne? Sie könnte vielleicht auch... Ich weiß nicht, ob das bei der Hose geht, aber maybe kann sie eine Netz-Leggings so drüber ziehen. So. Das sieht schick aus. Das kann sie auf jeden Fall tragen. Sie ist ein hottest Girl. Das kann sie definitiv nicht tragen. Das geht da schon eher. Und wenn man das dann so macht... Yay. Zum Sport geht das schon. Zum Schlafen. Ja, ist das auch okay. Das würde ich jetzt so nicht zum Party machen anziehen. So finde ich es eigentlich ganz süß. Zum Schwimmen kriegst du einfach sowas hier. Der ist so cute, ne? Den Hut finde ich eigentlich ganz cute. Oh, das kann man gut tragen, denke ich. Und dann einfach sowas dazu. Hübsch. Hübschi. Ah, das sieht ein bisschen so plusterig aus. Das mag ich nicht. Das geht da eher in die Richtung, wo ich sage, yes, girl, yes. Ja, da bin ich zufrieden mit. Ich möchte auf jeden Fall, dass sie ihr Kind hier noch kriegt. Und dann können wir nochmal Techtelmechtel mit Kengo machen. Oh, wehen, wehen. bitte geh... Nein. Geh bitte sofort ins Krankenhaus. Ja, ich mach mit. Danke. Hallo, mir geht's nicht so gut. Sie stinkt halt hart, ne? Aber ich meine, zum Glück werden die Sachen dann ja einmal alle aufgefüllt, damit sie im besten Zustand ist, wenn sie ihr Kind gebärt. Okay. Es geht los. Wie bereit bist du auf einer Skala von 1 bis 10? Ich glaube nicht so bereit. Ich glaube, es ist jedes Mal ein bisschen kacki. Ein weiteres Mädchen. G. Irgendwas mit G. Ich überlege mir einmal kurz was. Grace finde ich sehr, sehr schön. Und es kommt noch ein Mädchen. H, ne? Und da würde ich sie einfach Hazel nennen, glaube ich. Das finde ich nämlich süß. Yay, yeah, wir haben Zwillinge bekommen. Das heißt, wir haben aber trotzdem noch Platz für ein Kind. Das heißt, wir werden gleich einfach trotzdem Baby machen. Also wir laden ihn einmal ein. Er kommt vorbei. Da ist er schon. Herein, bitten. Hallo. Bitte Baby machen. Die Kinder müssen noch runter. So, die haben irgendwie beide Hunger, habe ich eben gelesen. Vor allem Chance auf Zwillinge. Bruder, das funktioniert so nicht. Weil das Haus ist dann voll. Es ist jetzt schon dann voll, weil wenn nur ein Kind ist, ja, so funktioniert das nicht. Du kannst übrigens jetzt, just go away. Wir machen jetzt einen Schwangerschaftstest natürlich noch. Aber eigentlich sollten wir schwanger sein. Also es wäre gut, wenn das so wäre. Nein, sind wir nicht. Nochmal Baby machen, bitte. Schwangerschaftstest machen. Yay! Sie ist schwanger. Oh, die Stereoanlage ist schon wieder kaputt. Gut, wie immer starten wir dann den nächsten Part an einem nächsten Morgen. Ich werde alles nochmal hier, wie immer... Bis alle schlafen gehen. Vollbringen. Wir sehen uns beim nächsten Mal. Bis dahin und tschüss.